Ja, herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo. Bitte erwarte ich hier nicht so das große Entertainment. Kalle ist natürlich auch im Hintergrund, ne, kleiner Freund. Folgendes: Es passiert momentan etwas auf YouTube, was vielleicht die ein oder anderen von euch überhaupt nicht auf der Bildfläche haben. Und insbesondere, wenn du wie ich YouTuber bist, dann könnte dieses Video dich vielleicht ein wenig interessieren. Ich weiß nicht, ob die Musik so laut ist. Ich stelle sie mal gleich runter, weil sie gleich lauter wird. Deswegen. Also, wir sprechen über Abonnentenverlust. Wir sprechen über Agegate, wie es genannt wird. Nicht Watergate, sondern Agegate. Age heißt ja Alter, also das Altergate. Das Alter geht dahin. Ne, Quatsch. Ah, doch ein Witz gemacht. Scheiße. Ich wollte ernst sein, weil das Thema ist sehr, sehr, sehr ernst. Weil viele YouTube-Kanäle verlieren hier viele Abonnenten. Und ja, dieses Video wird sich darum drehen, das hier mal ein bisschen zu dokumentieren, ein bisschen aufzudecken, Quellen herauszufinden, die ihr nicht bekommt, die ihr von keinem anderen YouTuber bekommt. Und deswegen würde mich es sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video natürlich positiv bewertet, wenn ihr irgendeine wichtige Information, einen Mehrwert hier rauszieht, oder es sogar zu teilen. Zu teilen wäre in diesem Falle sehr, sehr wichtig, weil dieses Wissen müsste eigentlich jeder haben. Aber worum geht's eigentlich? Also, ich bin jetzt hier mal auf Social Blade. Social Blade ist halt eben ja das CIA für die sozialen Netzwerke und hier kann man YouTube, Twitch, Instagram und Twitter quasi auslesen lassen und die Zahlen vergleichen. Und ich habe jetzt hier die 500 größten YouTuber, ne, die 100 größten YouTuber aus Deutschland. Ne? Da haben wir hier oben Gronkh und erster ist Free Kickers, aber Free Kickers hat Englisch und deutschen Content, also ist Gronkh immer noch der erste und Bibis Beauty Palace ist leider ziemlich knapp dahinter. Einfach nur, damit ihr mal wisst, wo es jetzt. Und ich bin jetzt hier mal so ein paar YouTuber durchgegangen. Hier sieht man ja Julian Bam, Apecrime, Dougie B, Simon Desue, Lee Floyd, Iblali, Außenseiter, Corncrafter, Lochis, German Let's Play und wie sie alle heißen. Und einige Kanäle verlieren momentan sehr viele Abonnenten. Zum Beispiel einer, der krass Abonnenten verliert, ist Ungespielt. Laut Social Blade, Ungespielt, der Unge, verliert er 3.100 Abonnenten im Monat. Also ist die Gesamtstatistik, ne? Und wenn man das jetzt hier mal vergleicht, wie viel der gute Kerl hier unten sieht, mal die Total Subs per Month, also die gesamten Abonnenten pro Monat, hat er vorher, wenn man das hier mal so vergleicht, 70.000 plus 13, 40.000, eine Spitze mal 270.000 plus gemacht im Monat, 80.000. Also ich will einfach mal sagen, dass er für irgendwas zwischen 20 und 40.000 Abonnenten plus gemacht hat im Monat. Das bedeutet, da er momentan insgesamt 3.171 minus macht im Monat, hier bei dieser Zahl, macht er richtig fett minus. Irgendwas zwischen 20 und 30.000 minus im Monat. Und das sieht man ja dann auch. Hier gab es auch mal Full-Statistiken. Muss mal gerade gucken. Detailed Statistics. Haut da dann richtig unten? Ja, hier, da sieht man das, genau. Total Views. Total Subs. Genau. Das ist die Abonnentenkurve von Ungespielt über die ganzen Jahre. Und wenn ihr hier so schaut, ist das hier richtig rasant hochgegangen, dann kam so eine Plateau und hier ab dem ist es nochmal richtig ein Raketenschub nach oben gegangen. Und eigentlich müsste der jetzt hier oben durch die Decke fliegen, wenn ich hier diesen Zeiger weiterziehe. Also der müsste längst über 2,5, 2,3, 2,4 Millionen Abonnenten haben. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Er bleibt hier, das sieht man, da 2 passiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Dann 2,1, 2,01, 2,02, 2,04, 2,05, 2,06. Und wenn ihr hier so richtig reinguckt, vielleicht kann man ein bisschen reinzoomen. Ich guck mal gerade. Daily Subs. Da, die Kurve flacht ab und fällt jetzt erstmal nach unten.
Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist YouTube AgeGate, wird es genannt. Und ich kann gleich noch ein paar weitere YouTube-Kanäle dort mal zeigen. So, ein bisschen mehr Platz. So, das nicht. So. Hier, das ist die einzigste Quelle. Dieser Link ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. YouTube AgeGate, wie es auch genannt wird, ist auf Reddit. Reddit ist das größte Forum im Internet. Und da gibt es eine eigene YouTube-Sektion. Und wie man hier so sieht, das weiß keiner. Das weiß keiner. Das ist vor 15 Tagen eingereicht worden. Es hat erst 29 Kommentare. Und es ist echt ein Witz, was hier, wie wenig das erst wissen. Also, was ist passiert? Es gibt COPPA, hier ist nochmal ein anderer Link. Was ist COPPA? Das ist der Jugendschutz. Children Online Privacy Protection Act. Da unten steht's, unten links. Ich mach's nochmal auf, das geht auf Wikipedia. Children's Online Privacy Protection Act. Das heißt, Kinder online Schutz, was ist Act? Act ist letztendlich ein Befehl, nicht ein ganz Befehl. Einfach der Jugendschutz im Online-Internet. Es gibt kein Offline-Internet, Online-Internet. So, was passiert hier? Es passiert Folgendes. Hier ist die Long Version, wenn man das Englisch kann, und hier ist die kurze TLDR, too long didn't read oder sowas heißt das, glaube ich. Also du hast keine Zeit. So, YouTube hat bis jetzt Daten von Kindern unter 13 gesammelt und laut diesem Privacy Act, also diesen privaten Befehl ist das falsche Wort. Wie soll man das? Gucken wir uns das einfach mal an hier. Wie heißt es? Google Trans. Komm her, Translate. Da. Wollen wir es direkt mal übersetzen hier. Was das hier heißt: Kinderschutz-Datenschutzgesetz. Ja, genau. Also Gesetz, Act ist Gesetz. Okay, alles klar, ich habe was gelernt. Also YouTube hat bis jetzt Daten von Kindern unter 13 gespeichert. Das dürfen sie jetzt nicht mehr, weil sie müssen geschützt werden. So. Und weil das so ist, droppen auch all diese Kanäle. Ich zeige gleich noch ein paar Kanäle, die wirklich dramatisch davon betroffen sind. Das heißt, insbesondere, wenn du YouTube-Creator bist und möchtest oder hast Content für die Zielgruppe 13 und drunter oder um die 13 rum, wirst du sehr viele Abonnenten nicht bekommen oder sehr, sehr verlieren. Das musst du einfach wissen. Upsala, jetzt kommt hier ein bisschen Werbung, ein bisschen drüber schalten. Zack, zack, zack. Ja, ist halt in Werbung. Ich benutze keinen Adblock. Warum? Weil ich nicht will. So. So, wenn man das weiß, und hier steht es auch, dass ungefähr 25% der YouTuber-Base schrumpfen wird. Das heißt, hast du 1 Million Abonnenten, kannst du ungefähr mit 250.000 Abonnenten minus rechnen. Und das ist auch einigen Leuten schon passiert. Wenn wir mal kurz mal hier auf Social Blade gehen, machen wir noch einen Social Blade-Button auf. Es gibt größere Kanäle. Machen wir mal hier Bodil, das ist ein amerikanischer YouTuber. Oh, den finde ich jetzt doch nicht. Schauen wir mal an hier. Gomme HD hat Minecraft-Content. Der hat 1,5 Millionen Abonnenten und wie man hier so sieht, der macht gerade mal Plus. Der macht gerade mal Plus. 900 Abonnenten Plus. Und wenn man jetzt hier reingeht, guck mal, der hat hier 25.000 Abonnenten Plus gemacht, hier 30.000 und jetzt macht er mal gerade Plus. Ungespielt hatten wir gerade. Kelly Mrs. Vlog macht auch 1.900 Abonnenten Plus. Das ist gar nichts. Das ist ein Witz, wenn man hier sieht, die hat 46.000 plus gemacht, jetzt ist das hier runtergeknallt. Ape Crime, man kann halten, was von denen will, aber die machen minus 1.100. Jetzt sagen wir, ja, endlich machen sie minus, aber selbst wenn du einen YouTube-Kanal hättest, der sich an Zielpublikum um die 13 richtet, machst du minus. So, kann man wieder Musik hier reinholen. Sehr schön. Ape Crime, so, YTT. 1.700 plus in den letzten 30 Tagen. Na gut, ich glaube, die sind inaktiv, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben aufgehört. Pete's Meat. 6.600 plus. Das ist doch auch ein Witz. Aber der ist auch ein bisschen abgeflacht. Ich habe da nicht vorher drauf geguckt.
Revinzeit, auch ein Minecraft-Kanal. Der macht 18.000 plus. Ich weiß nicht, wie die das machen. Was haben die denn da für einen Trick? Ich glaube, die machen mittlerweile sehr viel Vlogs, ne? Aber gut, Minecraft Empire ist jetzt kein Vlog. Aber ungespielt ist so ein Typ hier da. Nur noch Minus hier, die letzten 30 Tage. Minus, 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 Minus. 3.100 Minus. Und es geht ja darum, dass viel mehr Minus eigentlich ist. Weil die haben ja vorher mehr Plus gehabt. So, Average Views, Monthly Views. Average Views per Day, Total Video Views für angespielt, Daily Video. Gut, ich will das Video nicht zu lange halten. Der Link hier von YouTube AgeGate, das sollte man auch noch wissen. YouTube muss für jeden User, der Copper quasi missfällt, $40.000 zahlen. Also wenn die Behörden nachweisen können, dass ja ein 13-Jähriger die Daten gespeichert werden in YouTube, muss die $40.000 hinlegen. Deswegen, teilt das Video. Das ist der Grund, warum alle großen YouTube-Kanäle, die Content um die 13 haben und drunter, momentan massiv Abonnenten verlieren. Vielleicht ein kleiner Tipp, wie man das ausschließen könnte. Man müsste im Prinzip einen ganz neuen... Also, ich gehe davon aus, und das... ich habe das ja aus einer ganz bestimmten Quelle bekommen, dieses Ding hier. Ich bin ja mit einigen YouTubern vernetzt. Und es ist einfach so, dass der Kanal gefleckt wird. Weil es werden nicht einzige Videos gefleckt. Es geht so um die grundsätzliche, diese... In Amerika nennt man es der F-Bomb, also die F-Bombe. Fuck, 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 fuck. Oder in Deutschland ist es dann, wenn man Scheiße, blablabla, piep, 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 wie man viel rauspiepsen müsste. Im Fernsehen wird es ja rausgepiepst. Auf YouTube wird einfach alles reingelassen. Und diesen Content, darum geht es. Dass man einfach zu viele Kraftausdrücke benutzt. Ich benutze auch Kraftausdrücke in meinen Videos. Aber ich habe geguckt, ich habe 3% meiner Abonnenten sind unter 13. Also juckt mich das überhaupt nicht. Ich habe auch Abonnenten verloren, ja. 20, 30 allein in den letzten 30 Tagen oder so. Aber das ist völlig Wumpe. Das ist total Wumpe. Deswegen, also... Macht einen Daumen hoch, wenn es irgendeine interessante Information für euch hier gab. Teilt das Video, teilt es auf YouTube, teilt es auf Facebook, teilt es, was weiß ich. Ihr könnt das Video gerne runterladen, wieder hochladen, ihr müsst mich nur halt eben verlinken. Und das ist momentan YouTube AgeGate, was die im Hintergrund basteln. Wo ich mich frage, ist halt eben, warum klatschen die nicht alle unter 13-Jährigen, also die deabonnieren ja automatisch, ne? Und dadurch verlieren diese Kanäle halt eben die Views. Die ganzen Views sind ja runtergegangen. Deswegen, gut, ich will sie fertig machen, dann danke fürs Zuschauen und teilt das Video, das muss ja im Prinzip jeder wissen, jeder YouTuber und wir hören uns, euer Flatrate, tschüss.